Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir das Bündnis mit Österreich noch hingekriegt und ja, sind jetzt dann auf dem Weg, dass wir schauen, wie wir hier weiterkommen. Haben wir hier oben noch was erobert, müssen noch ein paar Provinzen kriegen. Was ist denn das hier? Okay, dann werden wir hier weiterkommen. Freier Kolonist. Freie Kolonien, nicht freier Kolonist. Aber da gibt es einen Kolonisten dann, ne? Korruption würde mehr werden, gegen Reformation wird mehr. Also das ist jetzt nicht unser Ding, ne? Eine Flotte würde mehr, also das brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Und hier geht noch nichts. Wie schaut es denn hier aus? Okay, da müssen wir da noch ein bisschen was zukriegen. 9, 9 und 6 haben wir. Da unten, das wäre ganz wichtig, dass wir da auch mehr werden. Ja, ist so, ne? Kernprovinzen, können wir was machen. Prinz Edward Inseln. Die sind da. Ah, die Orkneys, das wäre wichtig, dass wir die auf jeden Fall dabei kriegen. Damit das da mal nicht passiert. Okay, und der Rest müssen wir dann abwarten. Gut. Da gibt es Ansprüche. Ach so, das ist da noch. Aber das bringt uns jetzt gerade gar nichts, weil wir überhaupt nicht mehr auf dem Festland sind. Mal schauen, wann das was wird. Umkämpfte Nachfolge. Das bringt uns alle nichts. Da könnten wir was bauen. Wie sieht es denn hier insgesamt aus gerade? Ach so, da müssen wir ja hier hin. Kriegen 7 Taler dazu. Und könnten Darlehen tilgen. Wir haben nur noch 4. Cool. 218, 215, 215 und 269 haben wir nicht. 1592 endet das. Also das Jahr, das ist... Ah ne, das ist alles mehr, weil es... Okay, dann wäre das abzuwarten. Vielleicht warten wir das wirklich mal ab und tilgen dann eins davon, ohne dass wir Neues wieder aufnehmen müssen. Waffenruhen, ein Unberaterplatz. Ah, der Beraterplatz, das wäre natürlich auch nicht so unbedingt verkehrt, ne? Korruption steigt. Dann ändern wir die doch mal gerade so ein bisschen. Geht noch ein bisschen mehr. Ja, machen wir mal. 40 und 0. Der Fortschritt bei der... Oh, der Fortschritt gleich 0,0. Super, oder? Protestantische Fanatiker. Rebellen besitzt Provinzen. Capri und Avalon. Das war hier drüben, ne? Ach so, das sind die 7000, die schon hier sind. Okay, da müssen wir jetzt dran arbeiten dann. Da müssen wir schauen, dass wir hier ein paar mehr hinkriegen. Da haben wir ja auch schon was angefangen. Okay, dann haben wir hier 2 Koggen und hier nochmal 2. Die schicken wir gerade darüber. Lass mal laufen, das Spiel. Ach, hier sogar noch eine Kogge im Hafen wahrscheinlich. Gut, die fährt raus. Und da ist auch noch eine, die fährt auch raus. Da wird noch produziert. Schweden-Diplomat beibehalten. Und Österreich möchte wahrscheinlich eine Staatsehe. Genau, die akzeptieren wir auch. Und hier oder da sind wir auch noch mit der weiteren Leute unterwegs. Machen wir da noch ein. Und da auch noch so ein. Gut. Okay, die können wir dann mal vereinen. Haben wir noch irgendwo anders Schiffe? Ich glaube nicht, ne? Das ist jetzt unsere ganze Flotte hier, ne? Im Ärmelkanal sind wir auch nicht mehr. Da haben gerade die Franzosen ihre 3 Einheiten zurückgeholt. Wunderbar. Okay, ne, das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt kommen wir nochmal hier rein. Gerade das sind 6 Koggen. Okay, dann können wir die doch vereinen.
Und können dann die alle auf einmal rüber schicken, oder? So, und die gehen auf die Schiffe. Und die Schiffe von den Schiffen nach da. Dann haben wir 11. Ist mir aber noch zu wenig dann. Aber wir fahren da erstmal rüber. Okay, der geht auch noch rauf. Dann machen wir das auch noch. Dann sind es 12. Aber gegen die 7 sehe ich dann noch keine Chance in dem Sinne. Und dann fahren wir da rüber. Und setzen die da gleich ab. Gut. Haben wir da noch Einheiten, die wir produzieren? Nein, aber die werden wir noch produzieren. Genauso wie da auch noch auf jeden Fall eine. Weil wir müssen gucken, dass wir die doch irgendwie kriegen, ne? So. Gegen wen können wir da? Gegen Flandern, okay. Da drauf. Achso, die können wir auch ein, die sind nicht geeint. Okay. Waffenstillstände sind beendet. Und die da auch nochmal drauf. Und noch jeweils eine Einheit dazu. Gegen Burgund. Gegen Holland haben wir einen Kriegsgrund. Super. Fahren wir gerade dahin. Und schmeißen die dann wieder runter. Passt. Die fahren nochmal dahin. Und die 15 dahin. Und dann holen wir noch zwei dabei, die da jetzt sind. Dass da den verlängert passt. Die beiden Einheiten noch da drauf. Die können wir schon. Einen hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber haben wir wohl schon. So, die dahin. Und dann die dahin. Dann geht's nach Cape Ray. Und geeint. Und dahin. Das sind dann 17 Truppen. Das ist ein bisschen was. Technologie können wir investieren. Fleute. Okay. Was ist denn hier nochmal? Druckerpresse. Können wir nicht fördern, ne? So, jetzt werden die vielleicht kommen. Weiß ich aber nicht. Ah, da sind sie. Und die sagen jetzt nicht, die haben die gewonnen. Nein, haben sie diesmal nicht. Wir haben diesmal gewonnen. Und dann können wir Avalon befreien und dann ist alles gut. Ah, wir kriegen Kohle. Warte mal, da machen wir gerade eine Pause. 144 Dukaten. Steuereinnahmen global minus 15%, Papst Einfluss jährlich 50. Der Klerus verliert 10 Punkte. Ah, da kriegen wir Stabilität. 20 Papst Einfluss verlieren wir. Und der Stand Klerus gewinnt 10 Loyalität. Da halten wir zwar Geld, aber. Nee, dann machen wir das. Das andere ist mir zu teuer gewesen, ne? Definitiv. Gut, Truppen sind geklärt erstmal. Gucken wir mal, was steht hier. Konvertieren können wir da. Organize geht noch nicht. Reykjavik. Ja, komm, fangen wir hier unten an. Alles ist gut. Gehen die alle? Haben wir so viele? Ein bisschen nah? Nicht ganz, aber. Drei gehen. Darlehen verlängert, verlängert. Gut, das ist befreit. Das ist gut.
So, jetzt ist zu überlegen, was wir mit diesen 12 Einheiten machen, ne? Das ist nicht England, ne? Nein. Schicken wir die dahin, schicken wir die nach Hause. Wie sieht es mit dem Geld überhaupt aus? 1,53 ist es dann noch. Ist gerade nicht viel, ne? Aber wir haben auf jeden Fall unser Land mal befreit, ne? Ich denke mal, wir bringen die... Ne, wir machen das so. 4 Einheiten davon. Das sind 6. Und noch eine sind 7. Die bleiben da stehen. Und die schicken wir dahin. Laufen die jetzt dahin? Ja, gut. Ach so, okay. Ne, das ist auch gut. Die können dann mit. Und diese 10 Einheiten, die landen wir hier drüben wieder an. Darlehen verlängert. Die bringen wir hier hin. Okay. Und die Flotte geht mit. So, hier geht noch was. Cabray, komm, machen wir dann auch. Das sind die Provinzen, umkämpfte Nachfolge. Könnten wir was bauen, wollen wir nicht. Waffenruhe endet. Ihr habt... Schon wieder investieren? Haben wir das nicht gemacht? Haben wir wohl nicht gemacht, oder? Okay. Burgund. Moskau. Interne Konflikte. Die Technologie, Leute, Kriegsgalera. Gut, da geht auch was. Das ist gut. So, die fahren und holen die nächsten. Die können wir nicht vereinen. Liegt das vielleicht daran, dass die da auf die anderen noch kommen? Warten wir es ab. Okay, da sind die Norweger. Die haben nicht mehr ganz viel an Land, ne? Dieses bisschen und das bisschen. Lass mal gerade reingucken hier. Ja, das ist jetzt das meiste hier. Wir könnten... Ne, der kostet uns so viel. Einheitenlimit, Armee, das bringt uns nicht so viel. Das würde uns was bringen, ist aber viel zu teuer. Ja. Läuft nicht dann. Beraterplatz, ne. Traurige Nachricht, der große Staatsmann von der von Habsburg von Österreich ist gestorben. Unsere Staatsehe mit Österreich ist vorüber. Oh, Österreich ist kein Kaiser mehr. Na dann. Der ist 2, der ist 18. König Edward 100. Der ist natürlich noch schlechter wie der da. Der ist da natürlich relativ gut hier, diplomatische Geschicke. Gucken wir gerade nochmal durch. Mhm. Was ist das hier? Die wollen wir schon mal. Walisisch, Schottisch, Irisch, Hochschottisch. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Gaskonisch. Gibt's keine mehr oder so? Kann das sein? Dann sollten wir das wegmachen, ne? Und die anderen hier lieber als Kultur fördern, oder?
Nach Entwicklung sortieren, okay. Ja. Normannisch. Ja, muss ich erstmal nachschauen. Machen wir jetzt aber nicht. Wo die da hingehören. Das läuft gut. Ja, das ist jetzt. Wieso ist hier eigentlich noch nichts? Da ist Förderung angesagt. Da greifen wir mal die Rebellen an. Beziehungsweise zeigen denen, wo der Weg lang geht. Okay, das passt dann wieder. Wo wollen die rauskommen? Steht das irgendwo? Okay. Orkney, Reykjavik. Da muss man mal gucken, dass wir das runterdrücken dann, ne? Und das kriegen wir aber bestimmt auch noch in den Griff. 16. Was haben wir denn hier überhaupt? Immer noch das gleiche. Weiß auch nicht, wie das da was wird. Wir sind hier schon so unterwegs. Warte mal, wir können hier weiterlaufen lassen. Okay. Die haben wen anders den Krieg erklärt. Das ist norwegisch, aber immer noch nicht voll. Wenn die das voll haben, könnten wir dann sagen, gut, das nehmen wir, ne? Hier ist noch ein bisschen Norwegen. War da gerade eine österreichische Flotte? Ich glaube ja, ne? Armee wird teurer. Können wir auch nicht ändern, ne? Dann haben wir hier. Doch, haben wir noch ein bisschen Geld über. Zum Glück. Ups, das war zu schnell. Ist aber nicht mehr viel, ne? Was passiert mit der Korruption? Die wird weniger, aber auch nicht so. Okay, das ist jetzt die Kernprovinz. Das ist cool. Warte mal, irgendwo musste ich dann schauen. Wo war denn das hier nicht? Da war das. Norwegische Nationalisten, Abfall von Orkney nach Norwegen. Okay, die sind aber schon jetzt damit nicht mehr so zugange, ne? Okay, der Rest müssen wir noch machen. Läuft. So, jetzt ist mal ein bisschen ruhiger. Das Fahrwasser, wo wir drin sind, müssen jetzt dann überlegen, dass wir hier weiter kolonisieren. Dafür brauchen wir aber ein bisschen mehr Geld. Ja. Das Geld liegt aber irgendwo anders. Das funktioniert nicht. Hier sieht es so aus, dass das langsam ansteigt. Ist das das nächste dann? Garnison? Ja, ich glaube schon, ne? Okay, hier kommt die Protze dann. Ja, Ärmelkanal, ne? Die Händler von England schöpfen 4,18 Euro da ab. Okay. Und das leiten wir weiter, ne? Verlieren Legitimität, Prestige. Na, werden wir wohl Legitimität nehmen müssen. Geld ist 70 Cent. Da können wir mal was machen. Dann haben wir auch mehr. Das zweite geht nicht, weil wir nicht genug Punkte dafür haben. Sollten wir aber auf jeden Fall auch einen Angriff nehmen. Okay. Soweit, so gut. Ich glaube, wir fahren mal mit der Flotte. Flotte nicht richtig erwischt, ne? Die fahren wir mal dahin. Um den Kanal ein bisschen zu schützen, in Anführungsstrichen.
Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, soll das hier auch reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.